da habt ihr zuletzt, habt ihr noch gesehen, wie ich in den Abgrund gestürzt bin und gestorben? Das ist peinlich. Das war aber sehr lustig tatsächlich. Das habt ihr nicht mehr gesehen, den Todessturz. Ich habe mich schon gewundert, warum keiner was schreibt. Das war nämlich ein ziemlicher Skandal. Ja, komme ich ja nie wieder hin. Da sind auch noch meine Seelen da oben. So, dann chatten wir leider, damit die Glück auch wieder geht. Ja, da weiß ich gar nicht, wie ich da jetzt wieder hinkommen soll. Ja, so. Ich bin einfach auch sehr gut. So, dann verlasse ich mich wieder. Okay. Danke, Nikola. Tschüss. Hoffentlich bleibt das Inter jetzt. Internet jetzt. So. Scheiße. Egal. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jedenfalls wollte ich hier auf diesen Schleier da über mir da hoch. Und dann bin ich einfach durch diesen Schleier, genau durch diesen Ritz von diesem Schleier, bin ich runtergefallen. So. Und dann war ich tot. Und ich glaube, da oben sind auch immer noch meine Seelen. Seht ihr sie da oben? Kein Bock, die jetzt zu holen. Ja, sehr viel mehr habt ihr auch nicht verpasst. Ich bin dann einfach hier lang gegangen. Ich habe noch gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können zurück ins Schloss oder wir können erstmal gucken, wohin dieser Wasserfall führt. Und dann bin ich da einfach lang geritten. Und habe da noch ein Bonfire entdeckt. Und dann war plötzlich Internet weg. Komisch. Und auch nur auf dem Streaming-Rechner. Hier, guck, hier ist noch ein Bonfire. Oder ein Grace. Sorry, ein Grace. So, und dann geht man hier immer weiter und dann kommen hier gleich nochmal so alte Bekannte. War Notwehr. Hier, die Typen nehme ich. Lol. So, und weiter bin ich noch nicht. Mehr habt ihr nicht verpasst. Ich habe nur 700 Zuschauer verloren. Danke Telekom! Dankeschön! Danke!
Schön mit der Faust vom Pferd runter. Jetzt bin ich auf der falschen Seite quasi. Oder kommen wir auch so? Gar nicht hin, oder? Und die Deathbirds. Außenrum, ne? Schon richtig. Kampf vom Pferd. Pam. Lol. Oh, der lebt noch. Da kann man runter. Grace. Amazing Grace. Alter. Sausack. So, gucken wir mal hier runter. Da sind Grabsteine, da kommen wir runter. Okay. Und dann sind wir... Ja, da waren wir noch nicht. Das sieht nur alles immer so gleich aus, ne? Weil du hast quasi immer Abstieg, Wasserfälle. Dann hast du hier, hattest du Wasserfälle, hier sind Wasserfälle. Hier waren Wasserfälle. Hier unten überall Wasserfälle. Hier überall Wasserfälle. Deshalb sieht das alles so gleich aus. Aber tatsächlich, komplett neues Gebiet. Aber ähnlich designt, ähnlich designt. Nehme ich das Bonfire? Nee, ich habe genug Flas. Ich heim mich lieber. Dann gehen wir erstmal hier oben alles abchecken. Ich müsste auch mal übrigens wieder zur Tafelrundfeste. Aber egal. Ein paar Waffen upgraden. Ein paar Sachen kaufen. El Jefe. Jefe. Hm.
Bisschen wenig hier, ehrlich gesagt. Ah, wir kommen hier. Aha. Hier kommen wir, glaube ich, auch runter. Oder? Nee, wir müssen droppen. Droppen like it's hot. Droppen wie die Schotten. Hier, zack. 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 Dryleaf Seal. Sacred Seal? Boost Michaela's Incantations. Sacred Seal of the Spiritual Seekers, known as the Dryleaf Sect, enhances incantations of Michaela. Those who saw the decline of the Earth Tree in the fall and embrace the structure, and then they may. This Auron has no skill. If the Auron is on the other hand. Okay. Es ist einfach zum Zaubern. Incant Scaling 60. Dann müssen wir hier runter droppen. Ich habe denen geholfen. Nicht, dass sich jetzt hier einer beschwert. Die waren hier gefangen für immer. Ich habe sie von ihrem Freiluftgefängnis sozusagen befreit. Wo hätten sie denn hingehen sollen? Okay, sie hätten hier runtergekonnt. Ist das Laufwasser? Ja, ne? Laufwasser. Okay. I understand. Wir machen das mit... Nein, falsch, natürlich. Hier. Glass Shard. Aber hier diese Feuerparfüm-Bottles, die sind uns gut gegen ihn. Leider staggern die nicht. Das bedeutet, wenn mich nicht alles täuscht, wird hier gleich auch wieder so ein dummer... Wie heißen die Viecher nochmal? Ein dummer Feuererdwurm, whatever.
Hier. Safe. Kommt hier gleich so ein Dreckswurm raus. Oder? Er erschreckt mich, obwohl ich nicht erschreckt werden will. Das sieht wirklich genauso aus wie an dieser anderen Stelle. Ach so, ja, doch, echt. Das doch besser so. Drecksviecher, wieso kämpfe ich überhaupt gegen euch? Oh, ich bin tot. Nein, ich lebe. Oh, das war knapp. Alter Schwede, das war knapp. Juhuhuhu. Da war ein Millimeter noch. Jesus Christ, war das knapp. Ich will was probieren. Wie wäre es denn, wenn wir nicht Lightning, sondern auch mit Gift arbeiten? Macht nix, ne? Alter, die sind so kurz gestunt immer. Scheiße, jetzt war ich zu... Ich bin mir sicher, es gibt
irgendeine Waffe, die gegen diese Blumen richtig effizient ist. Sogar hier hoch. Guck mal. Ich glaube, hier kann man hoch. Ich will da gar nicht hoch. Shadow Tree Fragment. Yeah, baby. Nice und steiniger. Welche Waffe könnte gegen die richtig gut sein, Leute? Frost. Nimrod! Danke fürs Verschenken. Ich kann es nicht lesen, wie viel Subs, aber es sind eine Menge. Danke, mein Lieber. So, aber ich glaube, da unten... Das ist natürlich, wenn die nicht gelevelt sind, natürlich auch so ein bisschen semi-viel. Huch! Jesus Christ, habe ich mich erschreckt. So, aber dann haben wir da hinten, glaube ich, alles abgelutscht. Da war das Shadow Tree Fragment, ne? Und die zwei Blumen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Dann geht's hier noch runter. Dryleaf Robe. Verstärkt das dann die Handkanten-Action oder was? Weil die nennen sich ja Dryleaf Arts. Sun Fed and Lily Solitaire Warmer Clergyman. Boots of Sturdy. This sect rejects dependence. Yeah.
Ah, okay, da könnte man vom Bonfire die Grabsteine nach unten nutzen. Das heißt, geht's denn dann hier lang? Oha, guck mal, hier haben die eine Katakombe versteckt oder was? Oder ist es nur ein Bossfight? Ich glaube, es ist nur ein Bossfight. Das ist wahrscheinlich der Death Knight, oder? Eastern Nameless Mausoleum. Let's go. Das sind mir die liebsten Bossfights. Einfach direkt ums Eck. Was machen wir hier? Kein Death Knight, glaube ich. Rakkasa, das ist doch die Tänzerin. Aua. Oh, come on. Springt er daneben, ey. Springt da einfach daneben. Lächerlich. Der war ja schon fertig eigentlich. Nein. Was? Jetzt reicht's. Eben ist Schluss. Ich mach mich doch hier nicht zum Affen. Eben langt's. Glaubt ihr, wer er ist? What the fuck? Jumpt er einfach über die Attacke? Bums.
Mann, Alter, das gibt's nicht. Der kann überhaupt nichts, aber der wird auch einfach nicht gestaggert. Von 4 Lions Claws wird er nicht gestaggert. Das geht mir so auf den Piss in diesem Spiel, dass alle Bosse nicht mehr staggerbar sind. Das ist eigentlich eines der geilsten Features, die es im Spiel gibt. Und es ist einfach wegrationalisiert. Fucking hell. So ein Babygegner hier. Warum ist sein fucking Great Katana schneller als mein... Ja, sicher! Wer bist du, Neo? Och, genau! Oh, fuck you off. Wirklich, fuck off, meine ich. Er staggert bei jedem Schlag nur mal so? Nein. Wir haben unterschiedliche Definitionen, was Stagger ist. Fuck off, jetzt reicht's. Hä? Falsche Waffe! Alter, was labert ihr denn? Es gibt keinen Stagger im PvP. Das ist ja das Dümmste, was ich je in meinem Leben gelesen habe. Natürlich gibt es Stagger im PvP. Es gibt ganze Stagger-Builds im PvP. Was labert ihr? Junge, Junge, was ich manchmal alles lesen muss, das passt auf keine Kuhhaut. Rakshasa's Great Katana. Rakshasa's Helm. Greaves of Rakshasa, so the spreading blood of our victims, tell us of ragged cloth. Increase damage dealt? But greatly increases damage taken. Aber man kriegt halt auch mehr Damage. Cut down and devour. Only those who repeat the cycle without rest can truly subvert the self. Also sehe ich das richtig? Wir kriegen mehr Damage, aber wir machen noch mehr Damage. Was ist? Great Katana with a tempering pattern of its blade forever stained red with blood. Weapon of Rakshasa, who cuts down, devours Berserker's weapon, used to endure enemy attacks and reply with one full fury. When attacking, the wielder is less likely to stagger from counter attacks, but will also take increased damage. Wheat Cutter. Sehr lustig. Müssen wir natürlich direkt mal ausprobieren hier. Okay, ist immer noch
Great Katana Moveset, ne? Aus Monster Hunter. Longblade quasi. Das ist, glaube ich, eine gute PvP-Waffe hier. Mit dem Roll Catch. Weed Cutter. Ja, ist wahrscheinlich schon mächtig, aber auch langsam. Erst dieser dumme Bodenstampfer. Das ist schon eine interessante Waffe. Ja, ich bin mit dem anderen Großkatana irgendwie nicht so richtig klar gekommen, aber es ist schon ganz nice. Jetzt möchte ich mal... Ich bin immer so unsicher bei Sachen, die dir Power geben, aber auch du verlierst mehr. Da sieht man es sogar. Oben rechts kriegen wir plus 25 Damage. 24. Das läppert sich natürlich dann pro Rüstungsteil, ne? Am Ende machst du fast 100 pro Schlag mehr. Schon ganz geil aus, muss ich sagen. Halt schon zwei Great Katanas hochgelevelt, ne?
Oh, da ist noch ein Hippo. Was ist da? Zwei Hippos? Geben die beide wieder ein Shadow Tree Fragment? Das wäre natürlich überragend. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil das würde bedeuten, zwei Shadow Tree Fragments right there. Hoffentlich passiert mal was. Ja, fast ein Walking Simulator. Habe ich gerade gegen einen Boss gekämpft oder was? Habe ich schon zwei Furnace Golems besiegt heute? Ich habe euch schon tausendmal gesagt, dass ich entspannt zocke. Wenn ihr Action wollt, dann seid ihr bei mir natürlich auch richtig, aber auch falsch. Manchmal hängen hier so Töpfe noch. Die kann man leicht übersehen. Und mit denen kann man dann meistens Sachen kaufen. Aber ich glaube, ich habe auch schon einige verpasst. Weil die manchmal einfach irgendwo hängen. Da muss man die abschießen. Hoffen wir mal, dass da nicht noch irgendwelche anderen Viecher dazukommen, die ich jetzt gerade noch nicht sehe. Hä, wo ist denn der scheiß Sweet Spot? Habe ich mir. Oh, doch! Geil! Da machen wir direkt den anderen auch. Ich wollte schon schimpfen. Leute. Hab mich schon geärgert. Geil, das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch einen. Und dann habe ich noch ein Level up. Oder? Nice. Mega gut, Alter. Und zack. Irgendjemand hat geraidet. Ich kann es nicht lesen. Danke für den Raid.
Das sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht ein bisschen peinlich aus. Das sieht ein bisschen scheiße aus sogar. Um nicht zu sagen, Katastrophe! Guck mal, und hier sitzt wieder einer. Der ein bisschen anders aussieht. Smithing Stone 1, geil. Aber 6 Stück immerhin. Das sind schon fast ein Smithing Stone 6. Den ich auch nicht brauche. Oh, hier geht's runter. Es ist ganz ähnlich aufgebaut. Also diese Stelle hier ist fast das gleiche wie hier vom Aufbau. Ist fast Copy-Paste, würde ich sagen. Aber nur fast. Scorpion Liver. Da kamen wir doch her, oder? Das war der Wasserfall, wo wir hergekommen sind. Und das erkennen wir an den Mücken und an den Grabsteinen. Das heißt aber, dass der Wasserfall... Ach ja, das war der beim Mausoleum da oben. Das heißt, da geht's noch weiter runter. Nein! Ich bin mein größter Gegner. Das ist doch ein besseres... Ne, tatsächlich. Da sind meine Seelen, ey.
Lasst mich durch, ich bin Arzt. Maul. Let me through. I'm a doctor. Let me through, I'm a doctor. I'm a doctor. Wie würde Arnie es sagen? Let me through, I'm a doctor. I need medical assist. Oh, shittily fricks. Viele Gegner, mit denen ich nicht gerechnet habe. Shit, fuck, fick, fuck. Schnitzel. Real Iggy, was ist eigentlich dein Problem? Die ganze Zeit nur am Motzen und am Kritisieren, redest darüber, was ich kann, was ich nicht kann. Lass uns doch mal hören, was du so kannst. Erzähl mal, was machst du beruflich? Wie alt bist du? Erzähl mal ein bisschen was aus deinem Leben. Real Iggy. Ich glaube, das ist besser, wenn man die hier... Nee, erzähl mal, nichts zu alt. Einfach mal erzählen. Du bist doch ganz groß im Judgen von anderen People. Von anderen Leuten. Ich weiß nicht, wieso ich People gesagt habe. Dann lass doch mal hören, was du so für ein geiler Hengst bist. Und nicht schon bei der ersten Frage aussteigen. Er ist das, der das schlägt. Lol. Ich dachte, ich schlag die ganze Zeit. Ah, da merkt man die Rüstung, ne? Deshalb kriege ich so viel Damage. Stimmt, ich trage ja diese Rüstung, die mehr Schaden zulässt. Merkt man schon. Ah, danke für die Aufklärung, Jule. Gibt ja keine Verpflichtung, sich öffentlich zu präsentieren. Wenn er die Rolle eines Chatters hat, dann darf er das. Alles klar. Sheriff Jule hat hier mal für Klartext gesorgt. Er muss sich überhaupt nicht rechtfertigen. Sein gutes Recht, anonym im Chat andere Leute zu beleidigen. Du bist in der Öffentlichkeit, du hast dir es schließlich ausgesucht, dass die Leute ständig dich beschimpfen. Alter, diese Stelle hier ist ja einfach nur miso. Kann ich jetzt auch mal zuschlagen hier, Alter? Ey. Wie viele sind hier? Alter, ich komme nicht dazu.
Ich finde, man sollte im Chat nur die Sachen sagen, die man sich auch trauen würde, der Person ins Gesicht zu sagen. Was haltet ihr davon? Das ist eine schlechte Waffe für diese Situation da unten. Wie cheesy wollen wir sein? Very. Okay, Ede, lass uns treffen. Okay, Jule, dann sag doch mal, was du mir gerne ins Gesicht sagen würdest. Diese nervigen Fickviecher, ey. See you on LAN. Was machst du jetzt ohne deine Freunde, ne? Das ist hier aber auch eine krasse Stelle. Schon lange nicht mehr mit der Milady gekämpft hier. Oh Gott. Das ist einfach immer noch die beste Waffe. Village of Flies? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich finde ja fast die Diskussion im Chat gerade interessanter. Lady ist genau die richtige Waffe hier. Für die dummen Fliegen. Milady ist so eine gute Waffe, die macht so viel Spaß, dass ich sie gar nicht die ganze Zeit benutzen will. Kennt ihr das, wenn ihr
Elden Ring oder so spielt und dann... Mir ist das oft so, dass ich nicht meine Lieblingswaffe benutze. Sondern die wie so ein gutes T-Shirt, wie das Lieblings-T-Shirt, das man nur zu besonderen Anlässen rausholt. Dabei findet man es so geil und wird es eigentlich gerne die ganze Zeit tragen. Es sind aber auch viele hier, ey. Oh shit. Oh, what? Oh, das könnte es gewesen sein, ne? Wie weit ist der Grab von dem? Da war er daneben. Rückhandklingen sind auch geil. Das war auch... Was ist denn das? Was willst du denn? Ach, du warst der, dass der hier alles verzaubert hat. Oh, hier ist aber richtig was los. Es bringt mich auf die Idee, eigentlich mal wieder die Rückhandklingen auch zu benutzen. Den habe ich am Anfang so viel Spaß gehabt. Wo ist sie denn? Nach was habe ich das denn hier sortiert? Hä, Attack Power, da müsste die doch hier irgendwo sein. Die meine ich nicht. Da ist sie doch. Mein Gott. Die sind auch richtig nice. Mag ich gerne. Was? Ach du meine Güte! Ah, okay, das war natürlich ein bisschen gierig wieder. Und jetzt habe ich einen richtig weiten Weg dahin. Ah, Nerv. Wir brauchen trotzdem was mit mehr Area of Effect, ich glaube. Hier ist mal wieder Zeit für das zum Beispiel. Ich renne da jetzt durch, kein Bock. Das waren zu viele zum nochmal kämpfen. Mann! Oh, ich... Bin mir nicht sicher, ob diese Rüstung mir gefällt. Dieses mehr Prozent an Damage.
Mann, das Anvisieren ist auch wieder so. Wieso da hinten die? Dann mach doch erstmal hier die da vorne. Manfly Ashes. Guck mal hier. Ob man da auch hoch hätte hüpfen können? Ich weiß es nicht. Das dürfte auf jeden Fall ein Upgrade sein. Für die Spirit Ashes. Silverhorn Tender. Love me tender. Ich glaube fast, das war's schon hier, oder? Vielleicht noch da oben rum. Muss ich tatsächlich nochmal abchecken. Und zwar hier. Siehst du, hier ist noch ein Item. Hör ich doch was. Da hat einer die alte Mayo gegessen. Okay, Fliegen statt, glaube ich, erledigt. Hat es jetzt nicht so gelohnt. Gab neue Spirit Ashes, das muss man natürlich sagen. Das ist immer cool, auch wenn man sie nicht nutzt. Aber die könnten natürlich für irgendeinen Boss oder so richtig geil sein.
müssen wir nur gucken. Hier auf dem Rückweg. Oh, kaum sage ich's. Hier wimmelt's nämlich nur so von den Viechern. Lass mich doch mal los, du. Bäh. Hängt da das Vieh an mir dran, ey. Hier sind noch viel mehr, oder? Oder ist das nur noch der Böse? Das ist der Böse. Und da habe ich ihn getriggert. Und noch sein Kumpel. Oh, ich sehe nichts. Fuck you. Wer hat da... Wer hat... Kurz gucken hier. Okay, ich habe noch Zeit. Schwierige Stelle hier mit dem Typen und den 1000 Fliegenmenschen. Ich überlege, ob man hier hätte abkürzen können. Doch. Vielleicht doch. Gleich glitsche ich irgendwo runter und bin tot. Oder? Nein. Siehst du? Ich wusste es. Du kannst doch hier hoch. Du kannst dich da einfach hoch. Hochglitschen. Oh, shit. Nix wie runter. Ey, nein! Ich wollte es nur testen. Lasst mich. Ich bin lieb. Geil, er kommt runter. Habt ihr das gesehen, wie der da runtergejumpt ist? Alter, ist das eine Maschine. Das war ja geil, wie der da runtergejumpt ist. Aber ein krasser Fucker ist das. Sag ich mal so. Hier triggern wir ihn, dann gehen wir hier lang, hier lang, hier lang. Und kommt er? Da kommt er.
Kommt er? Zu weit weg. Na komm, Boy. Er hängt. Schade, das sah ja so cool aus, wie der da runtergejumpt ist, aber jetzt. Jetzt ist er gleich de-aggro und geht wieder zurück. Dann halt nicht. Ah, da sind die Grabsteine, da geht's runter. Guck mal, der hängt immer noch da. Hier geht's doch auch noch hoch. Aha. Kann das sein, dass sie die Jump Attacks, also nicht Jump Attacks, die Drop Attacks nenne ich jetzt mal, dass sie die krass entschärft haben gegenüber den Souls-Spielen? Früher war das doch immer richtig krass, wenn man irgendwo runtergejumpt ist und einen geschlagen hat. Ich habe das Gefühl, hier macht das nur normalen Damage und nicht extra Damage. Plunge, genau. Plunge Attack. Alter, wie viele von diesen Viechern hier einfach sind. Ich glaube, es ist einfach nur ein alternativer Weg hier. Hä, hier ist Sackgasse oder was? Oder sollen wir jetzt darüber jumpen?
Das würde gehen. Aber merkwürdig. Okay, man kann dann da runter und an den Grabstein. Warum sollte man dann diesen Weg hier nehmen? Wenn hier nichts Geiles ist. Einfach nur so, ne? Wegen Level-Design. Oder habe ich was übersehen? Not sure, not sure. Was haben wir da für Gegner? Ah, Zwerge. Kaum wird's nebelig, tauchen die irgendwo auf. So, Chat, ich bin bereit, mich mit Real Iggy und Rule wieder zu versöhnen. So gemein war das auch gar nicht, was die geschrieben haben, ehrlich gesagt. Aber natürlich in meiner Comedian-Ehre fühle ich mich verletzt, wenn einer sagt, dass ich keine guten Imitationen kann. Es stimmt, aber manchmal tut die Wahrheit auch weh und man muss nicht immer einem die Wahrheit so ins Gesicht sagen, wenn sie verletzend ist. Außerdem, mein Didi Halleforden, spot on, würde ich mal sagen. Alter, ich habe den in der Luft genagelt. Habt ihr das gesehen? Das war ein Ambush hier. Mein Gronkh war auch nicht so schlecht. Mein Trump gestern war zumindest erkennbar. They say to me, I don't. Okay, ich kann. Ich lass es. They say my imitations are not good. I don't know if they're not good. I think they're great. They said to me, it's the greatest imitations. Okay, hier unten ist... shit, was war das? Alter, das ist eine Falle gewesen. Hier ist ein Dungeon. Eine Katakombe.
Das ist aber sehr tief. Of Punishment. Summons those who live in death. Whirl of Flame. Roar of Rugalea. Channels Great Red Bear to Emit a Furious Roar. Das haben wir, glaube ich, schon mal getestet und es war scheiße. Ich glaube, die sind krass, die Frenzy-Dinger hier. Unendurable Frenzy ist, glaube ich, richtig krass. Das kann man eigentlich benutzen für, wenn man mit dem Dings spielt, mit dem Claymore. Ghost Flame Breath. Channels Dragon to Spook Ghost Flame Breath. Das ist das Problem. Ich habe natürlich nicht auf Incantations geskillt, aber kann so leicht interrupted werden, weil es einfach viel zu lange dauert. Das ist natürlich keine gute Stelle, um das zu testen hier. Keine gute Stelle, um so einen Drachenatem hier zu testen. Da sind auch keine guten Gegner dafür. Ficken! Jesus Christ! Fuck Dragon Breath Incantations! Fliegt direkt wieder raus. Jedes Mal, wenn ich versuche, mit denen irgendwas zu machen, wird's scheiße. Tschüss. Ist einfach nicht mein Playstyle.
Oh, falsches Schild. Hä? Nur Scheiße in den Katakomben. Ich mag die eigentlich ganz gerne, die Katakomben. Sollen wir was Ungewöhnliches machen? Einfach mal runterjumpen? Maybe not. Aha, was haben wir denn da? Kleiner Schlurri hier. Okay, wir haben Licht gemacht oder was? Und ihr wollt mir erzählen, den Jump kann man nicht überleben? Okay. Aber den würde man doch überleben. Von da oben, da runter, da lang, da runter, da rein, oder? Ich glaube, das geht. Nein! Du sollst aufs Gelände. Aufs Geländer. Sag ich doch. Hab ich schon gesagt. Das ist Physik. Leute. Viridian Amber Medallion 3. Das macht Stamina, glaube ich. Stamina. Boost maximum Stamina by the utmost. Brarisch nett. Aber ist nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht, gell?
Was? Was war denn das jetzt schon wieder? Eieieiei. Nein. So, sehe ich das richtig? Die sind von hinten abgeprallt oder was? Am besten gar nicht erst schießen lassen. Stinkt doch hier zum Himmel. Irgendwas stimmt hier nicht. So, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay, jetzt bin ich einfach hier. Auf der anderen Seite. Ich hätte natürlich auch da runter gehen können. Ich könnte da auch wieder lang. Aber wir können auch erstmal... Im Moment, wir können nicht... Ist das sogar der einzige Weg? Nee. Doch. Hä? Von hier bin ich gekommen? Doch. Das ist der einzige Weg. It's the only way. Nein! Oh. Ich dachte, ich bin tot. Ihr habt's schon gedacht, ihr Bims. Tot. Und dann dürfte das ja hier quasi weiter nach unten gehen. Da ist irgendwas. Hier kann man droppen. Hier geht's rein. Ich sehe dich. Ich sehe dich.
Lol. The fuck? What the fuck? What the fuck? Was geht? Wieder so ein Drecksmagier. Der hätte bestimmt von da oben irgendwie Stress gemacht. Gibt es den Zauber für Spieler? Ich glaube nicht. Also ich habe ihn noch nicht. Jetzt wird es hier langsam kompliziert in diesem Dungeon. Hier sieht ja echt alles gleich aus. Okay, da sind wir hergekommen. Ja gar nichts, oder? Doch. Tilt. Das bringt sogar eine Menge. Da seht ihr da unten die Plattform? Was hat's damit auf sich? Da? Da ist eine Treppe unter uns. Da ist eine Treppe, da kommt man hoch zu dem Zaubertypen. Yeah. Okay, wie kommt man denn da hin?
Vielleicht von unten. Oder man kommt von da nach unten. Eins von beiden. Schwer zu sagen, was ist hier unter uns? Ist auf jeden Fall ein Dach. Oder das werden wir nicht überleben, da drauf zu springen. Das sieht noch sehr steil aus. Aber auf der anderen Seite, wie sollen wir denn sonst hier wieder wegkommen? Ach so, ja, oben rum, logischerweise. Oder meint ihr, man würde das überleben? Warum kann ich die Perlen nicht... Chat. Katzenamulett bringt tatsächlich nicht so viel. Katzenamulett lässt dich nicht tiefer fallen. Du verlierst nur weniger Damage für Sprünge, wo du Damage verlieren würdest. Aber ich sag mal so, YOLO, oder? Es kann natürlich sein, dass wir da abrutschen. Aber... Ja, fuck you, ey. Das ist ja eine Frechheit. Das ist jetzt schon das zweite Mal im DLC. Denn das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, dann soll FromSoft es doch einfach rausnehmen aus dem Spiel. Dass das ein Indikator ist. Das ist eine Schweinerei, ey. Aber meint ihr, ich kann auf diesem Leitervorsprung landen? Wenn ich schräg genug... Nein. Es ist eigentlich auch Quatsch, da abzukürzen, weil man würde eh irgendwie da hinkommen. Beispiel hier einfach. Und da fehlt sogar ein Stück Geländer. Gelände. Geländer? Kalender? Death Knight, Helm und Armor, geil. Golden Greaves of the Death Knights adorned with an antiquated description of the Earth Tree. Enhances skills and incantations of the capital's ancient dragon cult. Was auch immer damit gemeint ist. The capital's ancient dragon cult.
Hallo. Ist ganz nice. Das ist NG Plus, yo. Nicht, dass es irgendwas aussagt, aber ich werfe hier trotzdem die Sachen runter. Könnte stimmen, dass man das überlebt, könnte auch nicht stimmen. Bescheuert, ey. Finde ich richtig dumm, ehrlich gesagt. Geht das eigentlich in echt? So die Leiter runtersliden? Ja, oder? Machen das nicht Feuerwehr und so? Ich würde es gerne mal machen in real life. Jochen fragen. Ist das wieder mal eine verwirrende Katakombe hier? Ich habe das mal an einer Metallleiter gemacht. Der Putz ist abgeblättert und hat mir die Hände aufgeschnitten. Ist das wirklich eine wahre Geschichte? Das klingt ja furchtbar. Ah, jetzt macht alles Sinn. Okay. Das wäre also die alternative Route gewesen. Ute mit der Route. Beziehungsweise, nee, weil dann wären wir ja nicht hier oben zu dem gekommen. Und es geht noch weiter runter, Leute. Einmal will ich, dass da unten in einem Aufzugsschacht was ist, ey. Ich hab's mir langsam verdient, finde ich. Oh, das riecht nach Boss hier, oder? Hi.
Aua. Okay, er hat uns gesehen. Ich glaube, wir können aufhören, uns zu ducken. Oh shit, ich dachte, ich bin sicher. Du Saubeutel, ey. Jesus. Und noch ein kleiner? Ist das assi, ey. Okay. Jesus Christ. Relax. Ich will mal was ausprobieren, Leute. Es wird nicht klappen. Aber wenn es klappt, ist geil. Da kommt ein Sarg. Ja, wenn es ein Sarg ist, dann musst du nicht auf den schießen. Ja, aber hast du schon mal gesehen, einen Sarg, der einfach kommt? Ah, okay. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Nein! Ich wollte mich heilen. Jetzt bräuchte man Pfeil und Bogen, ne? Was habe ich denn da? Ich müsste mir endlich mal einen Bogen hochleveln. Einfach für solche Situationen. Was ist mein stärkster Bogen hier? Ich glaube, ich habe nichts, was auf diese Distanz... auf diese Distanz geht. Jetzt trifft er mich doch? Er hat versagt. Frage ist, wie kommen wir jetzt an das Item, das der Kanonen-Guy gedroppt hat? Mann, das ist hier aber auch Winkelgasse, ey.
Hier geht's schon wieder runter? The fuck? Wie soll man denn da hochkommen? Da geht's also noch weiter runter. Was ist hier? Das ist ja so angenehm, wenn dann plötzlich Licht angemacht wird. Das kommt einem doch auch bekannt vor. So ging es doch zu Halig Tree, wo man dann so runterjumpen konnte und dann waren da überall so unsichtbare Brücken. Aber hier nicht. Oh, jetzt ist das Ding weg? Hä? Nun, das soll wohl nicht so sein. Mal gucken. Es ist ganz weg. LOL, das war ein Legendary Item. Jetzt werde ich nie erfahren, was das ist. Das war das Drachenschwert plus 5. Jetzt ist einfach weg, das Item. Schön verbuggt, ein geiles Item. Ja, sag mal, was es war. Ich kann es ja nicht mehr rausfinden. Aber Ron. Plus 10 Glowword. Ah, okay. Das kann ich verkraften, tatsächlich. Big Mouth Imp Ashes. Geil. Raketenwerfer. Aschen. Stelle ich mir ganz lustig vor. Die sind natürlich schnell am Arsch. Aber irgendwo weit weg vom Boss planten. Wenn man es dann schafft, genug Aggro zu ziehen, dass er sich um einen selber kümmert. Ich weiß nicht, ob die Friendly Fire haben. Ob man dann von der Explosion sozusagen selber getroffen wird.
Müssten wir aber echt mit am tiefsten Punkt des Spiels sein, wenn ihr mich fragt. Also sehr viel tiefer dürfte es nicht mehr gehen. Wir sind ja schon hier die ganzen Wasserfälle immer abgestiegen. Runter, 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 runter. Und jetzt hier in der Katakombe die 47 Aufzüge. Guck, überlebt man. Überlebt man. Na gut. Und da ist der Bossy Bossy. Haben wir hier keine Statue of America? Was ist denn, wenn ich sterben sollte? Doch. Okay. Easy! Was könnte es sein? Was könnte es sein? Weißt du was? Ich hab Bock. Wo ist er denn jetzt? Ist zwar nicht hochgelevelt. Oh nein, er benutzt Geisteraschen. Ist er etwa kein richtig krasser Dude? Nein, ist er nicht. Was nehmen wir? Wir wissen ja nicht, was auf uns wartet. Dann nehmen wir noch das mit rein. Oh, was ist das? Yori the Elder X. LOL! Was geht? Junge! Ist er ein bisschen dumm im Gehirn? LOL! So, jetzt mach halt auch mal was mit den Bomben. LOL! Der macht gar keinen Schaden. Und ist schon weg. Geil. Ah, du spielst auch mit Geisteraschen. Fair enough. Kann man nichts sagen. Oh, ist das nervig. Das. Alter, was ist denn das Geiles? Nee, der galt dir. Oh. Okay. Yori Elder Explorer, ne was? Den müssen wir bonken. Ganz klar. Vielleicht mit einem bisschen. Ah, das ist zu heavy load, ne? Ah, hab ich mir schon gedacht. Egal, dann bonken wir den so. Das brauchen wir nicht mehr. Okay. Das geht nicht. Das sind zu viele. Ich dachte, ich kann ein, zwei wegtanken. Aber der macht selber Holy Damage. Das würde bedeuten, dass er wahrscheinlich gar nicht mal so anfällig ist für meine Keule.
vielleicht doch eher Blut? Zauber halt. Alter, Nervbacken. Nein! Das ist auf jeden Fall die richtige Waffe, glaube ich. Ich muss, glaube ich, die Umgebung noch ein bisschen besser nutzen. Lacker. Genau richtig hingestellt. Was? Pass auf, jetzt fuck ich ihn richtig ab. Jetzt mach ich richtig fies. Jetzt mach ich ihn nicht fertig, ey. Gar nichts.
fuck? Ein Problem, was ich habe, was ihr nicht seht, ist, dass ich richtig dringend pinkeln muss. Was die Geduld gerade... Ich finde es schade, dass man seine Zaubersprüche nicht zurückballern kann. Die, bitch. Bart. Death Spare. Okay. So. Alter, hier geht's weiter, Leute. Alter, das kennen wir doch aus dem Trailer. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo das Gebiet wohl ist. Jesus. Hier ist nochmal ein richtiges Gebiet danach. Ist das das, was wir aus dem Trailer kennen? Oh, ist das geil. Leute, hier geht's weiter. Hier ist noch ein ganzes Gebiet. Ich drehe durch, ist das geil. Und zwar sind wir hier rein, die Darklight Catacombs. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die waren. Wo haben wir die gefunden? Genau hier, wo die Zwerge waren. Wir sind hier den ganzen Weg runter. Es ist ja so geil, einfach nur. Und vielleicht geht's hier eigentlich noch weiter? Hier waren ja einfach nur diese Katakomben, die dann quasi nach ganz da unten führen. Ich glaube, hier geht's dann dementsprechend auch nicht weiter. Das wäre ein bisschen krass. Hier ist dafür Ende Gelände. Das heißt...
Ist das geil designt einfach. Hammer. Absoluter Hammer. Ich bin begeistert. Abyssal Woods. Mega geil. Wer hätte es gedacht, dass in so einer schnöden Katakombe am Ende nochmal sowas wartet. Wir haben ja auch noch eine neue Waffe übrigens. Okay, langsam wie alle dieser Art. Okay, das sind natürlich viele, die da rausballert. Ist halt ein bisschen vergleichbar mit den Bubbles. Aber wenn das kein Stagger hat, weiß ich nicht, ob es so viel bringt. Ah ne, das ist das Falsche, glaube ich. Das ist das hier. Ich glaube, es haben sie genervt. Das war halt die ultimative Stagger-Waffe früher. Aber ja. Egal. Okay, Leute. Schluss für heute. Das war's erstmal mit Elden Ring. Edering. Eden Ring.